Die Stoffe oder was auch immer die hier produzieren, soll von der anderen Seite aus ran. Ja, Versorgungsturm ist ja auch schlecht. Ah nee, da ausgerechnet, da geht's natürlich nicht, aber hier geht's. Ich muss nochmal weg, weil hier stand das Signal, was hier die Richtung vorgibt. So. Genau, wir müssen hier noch die Stoffe auswählen. Oder was auch immer das ist. Wir brauchen Wartungsteile. Hier bei dem vielleicht nicht, aber bei dem. Und dann schleppen wir erstmal das ganze Zeug hier runter. Dann setzen wir Züge ein, die von hier nach da fahren. So, kurz gucken, wir hatten hier einen Versorgungsturm. Wir hatten möglicherweise noch keine Wartung. Und hier können wir erste Bäckerei bauen. Weil Oslo hat die Würste. Yukan setzen wir, bauen wir auch noch mit an. Das heißt, die kriegen Getreide, Fisch, Holz, Fleisch auch, fährt Würste raus und nimmt Knäckebrot an. Und die Schweine kriegen wir von hier oben. Die haben wir aber auch das Problem, dass die über den Winter halt lange einfrieren. So. Okay, wir haben eine Wurstproduktion, wir haben eine Knäckebrotproduktion, aber das bedeutet wieder, oh, Knäckebrot hätten wir hier auch gehabt. Wir können hier schon mal sowas machen. Und wir müssen aber auch das Getreide hier hinbringen. Und die bringen aber jetzt lieber Holz statt Fisch. Warum? Vielleicht haben die Fisch so bekommen. Hätte ich dann hier unten was anderes bauen sollen? Stoffe vielleicht. Ja, ist noch nicht genau. Und schaffen wir das, diesen Ort da zu versorgen?
Also sinnvoll. Wie viele Leute haben wir denn? 138.000, ich glaube, es sind weniger geworden. Ein Bahnhof größer als die Ortschaft. Wir schließen die auf jeden Fall mal mit an unser Netz an. So, dann geht's unter dem Bergwerk durch, okay. Ja, das Gelände echt schwierig. Große Bahnhöfe kriegt man hier nicht hin. Das hier geht nur in Städten zu bauen. Das hier ist ein bisschen kürzer, oder? Täuscht es? Immerhin haben wir ja eine Position gefunden, wo wir den nehmen konnten. Moment, hier fehlen noch Signale. Das machen wir zuerst. Ne, sind da. Okay. Dann ist gut. So, dann müssen wir jetzt nur sagen, was die annehmen sollen, nämlich Gemüse. Quatsch, das wollen wir nicht größer machen, aber das würde ich gerne. Und Gemüse bringen wir erst hier unten mit hin. Schon dran vorbei, da ist es. Von hier nach da. So. Hier ist jetzt ganz schön viel los in diesem Warendepot. Mal gucken, ob das hier nicht zu einem Stau kommt. Aber immerhin ist da jetzt alles drin, was man so fürs erste Wachstum braucht. Also Würste wäre jetzt noch schön, wenn wir die hier hintransportieren würden. Dann nehme ich die hier noch mit auf. Und dann haben wir eine Verbindung von hier nach da. Und dann schaffen wir da schon mal ein paar Würste runter. So, und Milch wollen wir jetzt nur noch haben. Aus irgendeinem Grund hier Käse entstanden ist. Ab wann? Ich muss nur mal gucken, ab wann die den Käse überhaupt verbrauchen. Die verbrauchen den jetzt schon. Ab 42.000 ungefähr. Kann schon sein. Haben wir den Milch haben wir sogar hier in der Nähe. Ausgezeichnet. Das Warendepot ist aber voll. Mal gucken, ob wir noch eins hinkriegen. Und es sollte möglich sein. Die Entfernung stimmt. Dann machen wir Käse, Milch, Äpfel, Bretter vielleicht für später. So, also es war sehr schön. Ne? Also ich habe jetzt viel Geld ausgegeben und es ist überhaupt nicht weniger geworden. Immer noch 18 Millionen.
und hier komplett die Infrastruktur in Norwegen aufgebaut. Und eigentlich ist alles da, um für das Wachstum der Städte zu sorgen. Kann jetzt sein, dass ich hier und da ein paar Versorgungstürme vergessen habe. Oder ein paar Wartungsgebäude. Aber grundsätzlich müsste das jetzt funktionieren. So. Jetzt haben wir auch hier die Industrie. Die Stadt wächst nicht, ne? Denen fehlt es an Stoffen. Und Milch kommt. Gemüse kommt auch. Ne? Das dauert ein bisschen. Nehmen wir irgendwo Gemüse an. Haben wir noch nicht. Das müssen wir hier mit annehmen. Das ist halt jetzt die Frage, ob wir hier eine Verbindung schaffen können. Hier tatsächlich noch. Und jetzt müssen wir halt noch sehen, das war das Gemüse. Und das kriegen wir auch direkt dahin. Also ich glaube, das mache ich dann so. Mehr nimmt er jetzt nicht mit, weil der Betrieb noch nicht gewachsen ist. Aber das wird bestimmt. Wenn nicht, kaufe ich den. Für 1 Million. Na gut. Punkte ausgeben gerne. Diesmal für die Post. Mach uns mehr Gemüse. Ungültige Zuglinie, ja. Von Screen nach Christianssand. Sage ich mal. Die können ja dann gucken, was sie mitnehmen. Passagiere. Automatisch ist es eingestellt. Was ist das für ein Lok? Hier einstellen. Vielleicht nehmen die Passagiere mit. Hier unten ist auch einer, das meinte ich nur, wenn wir haben irgendwann wird das halt angezeigt, dass der Bahnhof fehlt, den ich gelöscht hatte. Das heißt, hier fährt der eine. Nee, hier fahren schon mehrere. Der fährt tatsächlich einzeln. Machen wir. Genau, ein Klon und dann haben wir hier den Passagierverkehr. Und Screen Oslo haben wir. Fischerdorf, ja gerne. Wir haben aber das gar nicht an. Ach so. Wie viel. Oh, hier fährt noch gar nichts. Uff. Wir haben aber auch nicht wirklich was. Moment. Wir können eine Strecke zum Warendepot machen. Eigentlich hätte ich die ganz gerne andersrum. Screen Oslo wartet auf freies Gleis schon sehr lange. Wer fährt zuerst? Ja, ich sehe schon, hier stimmt was nicht. Hier, an der Stelle. Deswegen warten die da so lange. Das Fischerdorf muss ich irgendwie anders. Fischerdorf. Also, ja, es ist ein Fischerdorf. Machen wir uns nichts vor. Müssen wir irgendwie anders versorgen. Das ist schon eine komische Gegend. Ach so, ich hatte. Shit. Ich hatte hier so ein
Hauptbahnhof genommen, weil ich dachte, da brauchen wir sowieso nicht. Ja, brauchen wir aber doch. Wobei Fisch wahrscheinlich das ist, was die sowieso haben. Machen wir mehr als ein? Nur zwei. Die haben jetzt hier so eine Chemiefabrik. So, und wahrscheinlich haben die überhaupt keine Kohle in der Nähe. Oh doch. Hm. Naja, wenn das so ist. Ha, ist schwierig, ne, mit dem Tunnel hier, das möchte er irgendwie nicht. Doch, da. Er kann kein Signal setzen, aber hier geht's. So, und die chemischen Erzeugnisse, die packen wir hier mit rein. So, nur gucken, wo wir lang gehen. Und das hier. Dann machen wir sowas. Das ist eigentlich ganz schön, weil wir so noch Knäckebrot da hochbekommen, wenn wir das hier mit annehmen. Ja, Max nicht. Eigentlich will ich hier nur. Ach, man kann es leider nicht eingeben. Ach so, jetzt sind wir schon zu weit. Ich dachte nochmal drauf drücken. Sorry. So, dann mal eine Zuglinie von hier nach da. Und die haben jetzt halt kein Knäckebrot auf Lager, aber das müssen wir halt ändern. Eventuell sogar. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich nur hier noch mehr. Das meinte ich nicht, das Ding hier ist echt busy. Da ist viel los, 150.000. Sind irgendwelche Städte hier gerade im Wachstum? Jo, Oslo zumindest, Kristiansand. Skien kriegen wir auch noch hin, glaube ich. Fische brauchen die. Stoffe, wir hätten Stoffe bauen sollen. Hier unten. Oder hier. Tja, aber, ja, okay, die frieren halt ein, ne? Können wir nichts machen. Ist das hier Norwegen? Karlstadt? Arvika? Bestimmt, ne? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Da bauen wir die beiden Städte, schließen wir noch mit an, versuchen die zu vergrößern. Kristianstad muss versorgt werden. Und dann schaffen wir das sicherlich mit diesen 300.000 Einwohnern in jetzt noch 5, 6, 7, 8, 4 Jahre. Ja, das kriegen wir schon hin. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und wir sehen uns. Ciao.